kamen, wurden wir schon vor der Colonia Dignidad erwartet. Man hatte uns über Funk angekündigt. Dort standen sechs Leute. Sie trugen grüne Armeeanzüge und waren bewaffnet. Es waren die Deutschen. Wir haben den Gefangenen ihnen übergeben. Der Professor Paul Schäfer also führte uns in einen großen Speisesaal. Wir setzten uns an den Tisch. Und nach fünf Minuten kehrte der Professor wieder zu uns zurück. Er machte eine abschließende Handbewegung. Und das bedeutete für uns ganz klar, der Gefangene ist tot. Ist das der Professor? Ja, das ist Paul Schäfer. Da bin ich mir 100% sicher. Immer wenn der Professor im Speisesaal sprach, war sofort Ruhe. Man merkte sofort, dass er die Hauptperson ist. Während er sprach, streichelte er die ganze Zeit einen Schäferhund. Er sprach abwechselnd Spanisch und Deutsch. Er war die Autorität. Ich saß genau neben ihm. Er sprach mit dem anderen Geheimdienstmann, der mich begleitet hat. Als sie Deutsch sprachen, verstand ich nur den Namen Contreras und den Namen Pinochet. Sie sprachen offensichtlich über den geplanten Besuch von Pinochet am 20. August des Jahres. Die chilenischen Behörden haben den Straßennamen und sogar die Hausnummer geändert. Es hat nichts geholfen. Wir haben die Geheimdienstzentrale von Parral gefunden. Bis vor einem Jahr war laut Grundbuch die Colonia Dignidad Besitzer dieses Gebäudes. Für Contreras hat hier auch Koloniebewohnerin Lottie Packmore gearbeitet. Die konkretesten und zugleich erschütterndsten Beschreibungen aus der Colonia Dignidad gibt Adriana Borges. Sie hat die Gefangenschaft und die Folter im Lager der Deutschen überlebt. Eine Flucht über England, Frankreich und Mosambik hinter sich. Während der Folter wurde ihr das Becken gebrochen. Sie ist heute behindert. Du wirst verstehen, dass es mir schwerfällt, darüber zu berichten. Ich wurde graduell sehr abgestuft gefoltert. Über viele, viele Tage hinweg. Als ich noch in dieser Gruppe, dieser Gefangenengruppe war, wurde ich zuerst zu einem Verhör mit Zigaretten gebracht. Das heißt, man hat mich mit Zigaretten verbrannt. Dann wurde mir mehrmals gesagt, wenn ich mich gut benehme, dann würde mir auch nichts geschehen. Ich solle reden, offen sein. Ich wurde die ganze Zeit ausgiebig darüber befragt, welche Personen ich kenne, ob ich denn Verbindungen zur Kirche hätte. Eben Fragen zu allem und jedem. Ich sagte ihnen, dass ich nichts wusste. Ich arbeitete damals im Komitee für den Frieden. Das war eine öffentlich zugängliche Einrichtung. Da hätten sie einfach nur hingehen und fragen müssen. Das war ja keine verbotene Organisation. Dann brachten sie mich wieder zu den Folterungen. Ich musste immer auch die Folterungen an den anderen Mitgefangenen, an anderen jungen Mädchen mit anhören. Beim zweiten Verhör wurde ich auf einen Stuhl gesetzt. Meine Arme wurden an den Armlehnen festgebunden. Und dann sagte man mir, man werde mich an einen Lügendetektor anschließen. Bei diesem Verhör ging es dann bedeutend härter zu. Ich bekam leichte Stromstöße in die Hände und in die Waden. Beim dritten Mal war es noch härter. Ich wurde zuerst geprügelt, danach auf ein Eisenbett gebunden, das heißt nackt. Sie zogen mich aus. Ich hatte eine Hose an. Sie ging mir bis hierhin. Und dann zogen sie mir meine Sachen über den Kopf und sie brachten Elektroden an mir an, überall, auch an der Brust, an der Vagina. Diese Verhöre habe ich, soweit ich mich erinnern kann, noch einigermaßen mit Würde überstanden. Die Verhöre danach dann allerdings nicht mehr. Da war es aus mit der Haltung, da war Schluss mit der Würde. Es waren einfach zu viele Elektroschocks und zu dicht aufeinander. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie oft ich gefoltert worden bin. Mit Prügeln, mit Elektroschocks sogar an der Zunge und auch hier am Hals, an den Lidern, an den Augenwinkeln.
Ich hatte festsitzende Elektroden. Aber außerdem war da noch etwas, was sich für mich wie ein in dem ganzen Körper sitzender Stahlstift, eine Metallstange anfühlte. Der Strom, den sie in mich jagten, der kam, glaube ich, nicht aus einem einzigen Generator. Mein Gefühl sagte mir, dass es zwar sehr viele Stromstöße gleichzeitig waren, die ich erhielt, aber dass sie je nach Körperstelle mit ganz unterschiedlicher Stärke gegeben waren. Das führte dann dazu, dass sich alles wie ein Zerreißen, ein Auseinandergerissenwerden anfühlte. Ich verlor jede Kontrolle über mich, über die Schließmuskeln und über alles. Ich schrie ganz schrecklich und um meine Schreie zu ersticken, steckten sie mir ein nasses Tuch in den Mund. Sie sagten mir, wenn ich sprechen wolle, solle ich einfach nur den Finger heben. Und das habe ich auch gemacht, aber nur um ihnen zu sagen, dass sie doch endlich aufhören sollten, mich zu foltern, dass ich nichts mehr wisse, dass ich ihnen doch gar nichts sagen könne. Und so ging es dann etliche Male. Ich wurde während der Folter mehrmals ohnmächtig. Dazu wurde ich auch noch furchtbar geschlagen. Und danach kam eine Zeit, ich sage hier so einfach Zeit, weil ich gar nicht mehr weiß, ob es Tag oder Nacht war. Ich hatte das ganze Zeitgefühl verloren. Und dann haben sie mich noch bei Musik gefoltert, mit Tchaikovsky-Musik, mit dem Capriccio Italien, wie viele meiner Freunde auch. Y sentía la interrogación de compañeros de mi partido.